Alola, heute gibt es was ganz Besonderes. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon im Thumbnail gesehen, aber ich möchte heute diese wunderschöne Glurak GX Kollektion auspacken. Hier auch nochmal nah. Ah, Leute, ich bin so glücklich, dass ich die nochmal bekommen habe, günstiger. Denn die war ja schon ganz schön teuer. Die hat, glaube ich, 45 Euro gekostet ursprünglich. Ist dann aber runtergesetzt worden auf 35 und das finde ich ist ein guter Deal, denn da sind 6 Booster und 3 Promokarten, davon halt eine Full Art GX Promo drin. Ach, ja, und ich meine, Glumanda ist wunderschön, Glurak lieben wir alle. Ich wollte diese Box, ich habe diese Box und sie wartet schon so lange darauf ausgepackt zu werden. Unfassbar. Deswegen genießen wir das heute und zelebrieren es. Und jetzt legen wir los, weil ich kann nicht mehr warten. Keine Sekunde länger. Jetzt muss ich dieses Ding erstmal aufkriegen. Moment. Ansonsten kann ich euch sagen, Müller wird noch beliefert damit. Und ich glaube, GameStop auch. Also falls... Oh Gott, das kriege ich nicht auf. Falls ihr die noch sucht, wisst ihr jetzt Bescheid. Da die Sets rausgehen und die Box so alt ist, gibt sie jetzt halt im Ausverkauf. Für, wie gesagt, 35 Euro, vielleicht sogar weniger, wenn ihr Glück habt. Und das lohnt sich allemal, immerhin ist es ein Glurak. Glurak wird immer teuer, also von daher auch die Promos. So. Oh Gott. Komm raus! Okay. Hier hätten wir die wunderschöne Glurak-Münze. Ich glaube, ich habe überhaupt keine Glurak-Münze bis jetzt. Jetzt schon. Wunderhübsch auf jeden Fall. Die Promokarten wollen nicht zu mir, glaube ich. Moment. Aber da ich mir gerade die Hände eingecremt habe, werde ich die erstmal eintüten. Sonst habe ich nachher ein Problem und das wollen wir nicht. So, Nummer 1. Nummer 2. Übrigens versuche ich nicht zu schneiden. Von daher müsst ihr leider die paar Sekunden aushalten. Aber ich denke, das ist verkraftbar. Wir machen das einfach ganz entspannt. Hier ist der Pin. Der ist auch echt hübsch. Ich weiß noch nie, was ich mit den Dingern machen soll. Vielleicht hänge ich mir irgendwann mal so eine Leinwand irgendwo auf und pinne die da dran. Was macht ihr mit den Pins? Gebt mir mal bitte irgendwelche Vorschläge. So, das kam weg. Sind tatsächlich zweimal so eine Mondbasis, zweimal Nacht in Flammen und zweimal Stunde der Wächter. Das sind alles Sets, deswegen habe ich mir die Box übrigens gekauft und ein Code ist natürlich auch drin. Was wollte ich sagen, das sind alles Sets, von denen ich fast keine Karten habe. Und weil ich Sammlerin bin, lohnt sich das für mich. Also Jumbo-Karte ist natürlich auch drin. Ja, deswegen habe ich mir die Box geholt. So, ich zeige euch jetzt erstmal nochmal die Promokarten. Und zwar einmal haben wir hier Glumanda. Oh, es ist so wunder hübsch. Ich liebe ja Promokarten von meinen Lieblings-Pokémon. Deswegen sammle ich die. Und hier ist Glutexo. Und ich finde, die Promokarten, die haben generell immer viel zu wenig Aufmerksamkeit. Von daher schenken wir sie ihnen doch jetzt. Ein Glurak. Ich finde, wenn die Pokémon eine andere Farbe haben als ihr Element, dann kommen sie auf den Karten besonders gut raus. Also Glurak ist jetzt immerhin nicht rot, sondern orange, das geht gerade noch. Aber zum Beispiel bei Reshiram sieht die Karte so schön aus, oh mein Gott. Ah, ja, okay. Was kann Glurak eigentlich? Es ist nicht das gleiche. Auf jeden Fall Feuerroter Sturm macht 300 Schaden, man muss aber 3 Feuerenergien von Pokémon auf den Ablagestapel legen. Und lege die obersten 10 Karten des Decks deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Ach du Heilige! Okay, das ist krass. Ja, doch. Okay. Glurak ist böse. So, dann würde ich sagen, wir fangen mit Sonne-Mond-Basis an. Ich nehme Lunala mal als erstes. Mir fehlen dann noch diverse Leute.
Pokémon, Karten, wie auch immer. Und vielleicht ziehe ich diesmal was. We will see. Weil es kann ja wohl nicht sein, dass ich immer noch das Basisset nicht vollständig habe. Das geht doch gar nicht. So, Schere ist im Weg. Hoppla, hab euch weggedreht. So. Eine Feuerenergie. Team Skull Rüpel, die habe ich sogar, glaube ich, gar nicht. Safcon. Granbull. Snubbull. Kanivana. Zubat. Robal. Togedemaru. Nochmal ein Granbull ist eine Ankommen. Und ein Bisbug. Naja, gut. Vielleicht habe ich bei Silvaro mehr Glück. Vielleicht kriege ich auch ein Silvaro. Wäre nicht schlecht. Ich würde Silvaro nämlich echt gerne spielen. Wir machen nämlich jetzt so funmäßig auch Decks. Wir lassen einfach mal alle von so einem Mond 1 bis 11 gelten. Und bauen uns da Fun-Decks. Das ist vielleicht nicht Standardturnier legal, aber für Fun-Decks ist es doch egal. Beziehungsweise wenn man einfach unter sich spielt. Von daher. So. Fokus. Kuckuck. Da. Eine Pflanzenergie. Eine Rockheiman, welches ich mir nie merken kann. Eine Regenbogenenergie. Akup. Wingull. Ich finde das so hübsch. Snubbull. Nummer Kanivana. Snubbert, ja. Ich will mir nicht vorstellen, wie Snubbull und Zubat was miteinander treiben, ne? Robal. Energieumschalter ist leider auch keine Rare. Ein Maskeregen ist leider auch langweilig. Wenn es wenigstens glitzern würde. Aber nein. Satz mit X war wohl nix. Mal wieder in so eine Mondbasis. Dann haben wir Nacht in Flammen. Ich habe keine Ahnung, ob Nacht in Flammen Set 3 ist oder 2. Und ob Stunde der Wächter... Stunde der Wächter war 2, oder? Ich mache das jetzt einfach mal. So. Wir machen Grandiras auf. Wer weiß, vielleicht ist auch ein Grandiras drin. Ich könnte aber auch sehr, sehr gerne so Kapus nehmen. Zum Beispiel Kapufala würde ich immer noch gerne nehmen, auch wenn es billiger geworden ist. Kapukime habe ich tatsächlich schon. Eine Full Art wäre auch nicht schlecht. So, eine Feenenergie. Einmal Hala. Ein sehr, sehr schickes Firmontor. Ultrigaria. Schmerbe, das habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich habe generell aus dem Set sehr, sehr wenig. Ein Paragoni, ein Marsholo, ein süßes Satiri, das wunderschöne Alola Vulpix, endlich habe ich das nochmal. Ein Sarzenia, das gibt einen Punkt. Und ein Schwalboss. Okay. Wow, ist das eine miese Box bis jetzt. Kapuriki, bring uns Glück, bitte. Es wird doch wohl irgendwas Gutes hier rausspringen. Naja, naja. So. Wenigstens den Preis der Box hätte ich gerne wieder drin, ne? So, die Kampfenergie. Energieaufbereitung. Lamus. Hypnomorba. Pipi. Schmerbe. Kanivana. Da unten sind übrigens noch mehr Kanivana. Datiri. Lichtel. Ein Sonnenkreis. Podium ist auch eine Ankamen. Und ein Welser. Ja, ganz toll. Ich habe zwar Welser noch nicht, also für meine Sammlung ist es immerhin etwas, aber ja komm, hier muss doch irgendwas drin sein. Das legendäre Ho-Oh machen wir als letztes. Komm, Kapukime, bring mir Glück. Bitte, bitte, bitte. Denn auch aus Nacht in Flammen habe ich so gut wie nichts, aber Nacht in Flammen ist ja, glaube ich, das unbeliebteste Set aus ganz Sonne, Mond. Ich glaube nicht, dass da was Tolles rausspringt. Oder war da nicht Glurak drin? Und alle waren sauer, weil sie Glurak nicht ziehen. Okay. So, eine Elektroenergie. Ein Bromley. Echt, der war hier drin? Okay. Rollum. Vegichita. Pampuli. Mirapla. Zwirlicht. Ciao. Bubungus. Bubungus hieß dieses Ding. Ich habe es total vergessen. Furnifras ist eine Ankamen, leider. Und... Oh, wow. Was ist denn das hier für ein Reinfall? Ein Quartermark. Oh, ist das traurig.
Ich habe mich so auf diese Box gefreut und dann ist die so ein Reinfall. Das gibt's doch gar nicht. Last Pack Magic, bitte, Ho-Oh, bring mir irgendwas Cooles. Du bist doch der Regenbogenvogel. Bitte bring mir eine Rainbow Rare. Das wäre schön. Dann wäre die Box auch wieder ganz okay. Bitte, bitte, bitte. Eine Kampfenergie. Ein Zapplerleck. Eine Rizoros. Ich dachte gerade, ich habe es falsch gelesen. Egal. Bodybuilding Handeln. Hut. Alola Vulpix. Trasla. Alola Slimer. Sneeble. Colossand ist eine Rare. Yes, immerhin. Und. Ach nö. Eine Zumerill. Oh Gott. Was soll ich zu dieser Box sagen? Das war ein Desaster. Ich habe einen Punkt. Keinen. Oh, tatsächlich noch. Noch ein Punkt. Das heißt zwei. Das nicht und das nicht. Oh Gott, ist das traurig. Muss ich dazu noch was sagen? Zwei traurige Punkte für zwar eine günstigere Box, aber trotzdem eine teure Box. Mit sechs Boostern. Zwei Punkte auf sechs Booster. Ist das euer Ernst? Okay. Beenden wir dieses Video. Das war traurig. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das war bitter. Das war sehr bitter. Vergessen wir das ganz schnell wieder. Glurak, du bist wirklich fies. Wirklich fies. Ja. Falls ihr Bock auf weitere Videos habt, ich habe noch ganz viele Openings, die ihr gerne angucken könnt. Es kommen noch ganz viele. Ich hoffe, da habt ihr besser, mehr Spaß. Und ja, ich hoffe, eure Glurak-Box war besser oder wird besser. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.